Willkommen beim Familienpflanztag der SKP. Wir sind wieder hier im Brandenburger Forst bei Grünheide, wie wir auch im letzten Jahr schon Bäume gepflanzt haben. Wiederholen wir das in diesem Jahr. Und ich freue mich, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit Nachwuchskindern, Hunden, also alle sind dabei, zum heutigen Familientag gekommen sind. Und wir wollen gemeinsam heute viel schaffen. Ich pflanze heute hier Bäume, weil ich mich an dieser Aktion beteiligen möchte, damit hier irgendwann in einigen Jahren mal ein gesunder Mischwald entsteht. Weil ich mich aktiv daran beteiligen möchte, dass wir nachhaltig diesen Planeten retten. Und einfach ein besseres Bewusstsein zu schaffen, mit der Natur zu leben und ein Teil davon zu sein. Einen tollen Tag mit meiner Familie und meinem Team verbringen möchte und das schöne Wetter auch genieße. Ja, wollten einfach mal teilhaben und ein paar Infos über das Bäumepflanzen auch bekommen mit der Tour mit dem Förster. Ja, meinen Alltag mache ich nachhaltiger durch bewusstere Entscheidungen. Verzichte ich auf ein eigenes Auto und fahre vor allem Fahrrad und mit den Öffentlichen. Kaufe ich ganz bewusst Produkte ein. Achte auf wenig Plastik. Und versuche so gut wie möglich, meinen Kindern ein Vorbild zu sein. Das Beste am Team SKP sind die tollen Kolleginnen und Kollegen und solche Aktionen wie hier. Dass es hier unheimlich schnell vorangeht, dass wir expandieren, dass wir immer neue Kollegen einstellen. Alle haben immer Lust einfach am Gestalten und am Verändern und am Positiv Verändern. Und dass halt so tolle Events organisiert werden, und man das gemeinsam machen kann mit dem Arbeitgeber. Das ist super, ne? Ja. Ich muss sagen, ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich finde einfach nur, man kann sein, wie man ist. Und das macht einfach Spaß, da ein Teil von zu sein. Das war unsere Baumpflanzaktion 2022. Jetzt haben wir uns was Gutes verdient, wir wärmen uns ein bisschen auf und es gibt auch was Schönes zu essen, ein bisschen Glühwein. Vielen Dank an alle, die sich hier so herzlich beteiligt haben, die ganz viele Bäume mit uns gepflanzt haben. Bis bald.